die Erste, die sich morgens aufgerafft hat, die es mit Nahkampftechnik immer bis zum Grabbeltisch geschafft hat, wenn der Schlussverkauf regierte und den Tagesablauf wochenlang bis ins Detail diktierte. Na, wer denn hat den Mann ganz via Mutter auf das Essen warten lassen, wegen reduzierter Butter? Wer ist losgerannt am Morgen wegen Leberwurst in Dosen? Wer ist früh schon ausgezogen wegen herabgelassener Hosen? Hat Massagestäbe nachgekauft, weil er nur 5 zu Hause hat? Wer hat Katzenfutter mitgebracht, obwohl er nur eine Maus hat? Eines Tages wachst du auf und jemand sagt dir ins Gesicht: Tut uns leid für Sie, da lohnt sich unser Product Placement nicht. Ich bin 50, streng katholisch, nicht als radikal bekannt, doch seit Juni letzten Jahres nicht mehr werberelevant. Du bist nicht was? Ich bin nicht mehr. Bist nicht mehr wer? Bin nicht mehr wer? Das ist ja wirklich interessant. Ich bin nicht mehr werberelevant. Was habe ich hier hochgesoffen, was mir ja nicht schmeckt? Was hab ich mir die dollsten Dinger in den Mund gesteckt? Wenn der Werbeblock kaum aus war, war ich die Erste, die mit Plastikgeld und Volldampf aus dem Haus war. Na, wer denn hat Potenzbonbons gelutscht und ist mit Meister Propper durch das Treppenhaus gerutscht? Anschmiegsam, liquide, nicht zu intellektuell, war ich integer und nach besten Kräften heterosexuell. Doch plötzlich drück ich mir die Nase platt an allen Scheiben. Da ist ein Schild mit im Kreis, wir müssen leider draußen bleiben. Meine Haut war porentief, mein Haar war regen, steif und plastisch. Die Zähne ajaxfrei, die Brust bei jedem Sturm elastisch. Nachts fuckt mich trotz Baldrian das Grauen mit der Hand. Ich bin jetzt über 50 nicht mehr werberelevant. Du bist nicht was? Ich bin nicht mehr. Bist nicht mehr wer? Ich bin nicht mehr wer? Das ist ja wirklich interessant. Ich bin nicht mehr werberelevant. Du bist nicht was? Ich bin nicht mehr. Bist nicht mehr wer? Bin nicht mehr wer? Lust an jedem Laster. Jetzt falle ich Vorzeigekonsumenten durch den Raster. Früher musste ich auf Bildschirm und Plakaten jeden Dreck sehen. Mit 50 soll ich immer bei den bunten Sachen wegsehen. Bis gestern durfte ich alles kaufen, was der letzte Spleen ist. Jetzt gibt's die bunten Sachen nur für Twans oder Teens.